Hallo meine Damen und Herren, Jungs und Mädchen, Omas und Opas. Heute ist Samstag, der 23.03.2013. Das ist StarCraft for Beginners Teil 65. Mein Name ist Marc, ich bin euer Host und heute wollen wir uns einen kleinen Anfängerkurs für Zerg gönnen. Und zwar als Teil 1. Das Ganze ist als mehrteilige Serie geplant. Heute wollen wir uns ein bisschen mit Makro-Grundlagen und erster Hotkey-Nutzung beschäftigen. Und in den nächsten Folgen werden wir uns dann in Schrittchenweise erweitern, wann die Folgen de facto ausgestrahlt werden und dann auch auf den entsprechenden Kanälen zu finden sein werden, kann ich jetzt noch nicht sagen. Hängt ein bisschen von meinem eigenen Zeitplan ab. Ich hoffe aber, jetzt wo die Osterferien vor der Tür stehen, dass ich ein wenig mehr Zeit dafür haben werde und zumindest diesen Anfängerkurs für Zerg auch innerhalb der Ferien werde abschließen können. Heart of the Swarm ist nun seit circa 2 Wochen erhältlich. Die Erweiterung des zweiten Teils von StarCraft nimmt in ihrer Kampagne die Rasse der Zerg in den Brennpunkt des Geschehens. Und umso mehr wird es natürlich für Einsteiger des Echtzeitstrategiekults interessant, die Zerg auch in der Ladder bei Online-Gefechten erfolgreich ins Feld zu führen. Und für euch im Grunde da draußen ist auch diese Sendung gedacht, für die absoluten Anfänger, die mit der Heart of the Swarm-Erweiterung einsteigen möchten. Wenn ihr noch nie ein Echtzeitstrategiespiel gezockt habt und gerne eine Schritt-für-Schritt-Einführung wollt, die euch die Grundlagen in einfachen, nachvollziehbaren Schritten präsentiert, dann seid ihr hier genau richtig. In der Tat spielt das sogar im Grunde gar keine Rolle für die Grundlagen, die in diesem Video gezeigt werden sollen, ob ihr Wings of Liberty spielt oder Heart of the Swarm. Die verwendeten Techniken funktionieren in beiden Teilen von StarCraft 2 in gleichem Maße. Bevor wir beginnen, gibt es noch einige wichtige Optionen in StarCraft 2, die ich als hilfreich empfinde und die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Die werden wir uns zuerst ansehen, ja, so einen kleinen Blick ins Optionsmenü werfen, damit ich euch das kurz zeigen kann. Und ansonsten ist die Show so aufgebaut, dass wir jetzt zum Ende des ersten Teils ein paar wesentliche Grundlagen von StarCraft 2 als Echtzeitstrategie betrachten werden. Nach einer kleinen Pause werden wir dann im zweiten Spiel eine kleine Einstiegsübung durchführen, die euch helfen soll, mit dem generellen Gameplay ein bisschen besser zurechtzukommen. Und schließlich werden wir in Teil 3 der Sendung Möglichkeiten kennenlernen, mit Hilfe von einigen wenigen ersten Hotkeys unsere Aktion etwas schneller und flüssiger abzuwickeln. Das ist im Grunde der grobe Aufbau. Dann wisst ihr Bescheid, worum es geht. Und jetzt wollen wir im Grunde auch gleich schon, jetzt muss ich gleich mal mein neues Hotkey-Setup ausprobieren und gucken, ob das auch alles funktioniert. Ne, dazu muss ich mich erstmal wegklicken. So, und den Sound können wir hier auch mal anmachen. Ich hoffe, der ist nicht zu laut, aber ich glaube, ich werde ihn gleich auch nochmal einen Augenblick umstellen, denn für mich klingt der im Augenblick ein bisschen zu laut. So, wir gehen wie gesagt halt hier ins Optionsmenü. Das Ganze funktioniert relativ simpel. Wir drücken einmal auf F10, wenn wir zum Beispiel im Spiel sind oder wenn wir außerhalb des Spiels sind, gibt es überall so kleine Menü-Buttons. Da kommen wir relativ leicht rein. Und hier im Optionsmenü wollen wir uns wie gesagt erstmal zwei, drei Kleinigkeiten angucken. Als allererstes werde ich jetzt wie gesagt den Sound mal ein bisschen runterregeln, so ungefähr auf 8%. Das klingt für mich jetzt halbwegs okay. Ich hoffe, dass es wie gesagt für euch auch noch hörbar ist. Aber es soll ja auch nicht so sehr um den Sound des Spiels gehen, sondern mehr um meine sonore Stimme, die euch hilft, ein wenig mit den Sachen klarzukommen. So, im Optionsmenü, wie gesagt, gibt es nicht allzu viel. Im Grafikbereich müsst ihr natürlich zusehen, dass euer Spiel halbwegs flüssig läuft. Es gibt genügend Guides, in denen Spielern immer wieder vorgeschlagen wird, sie sollen doch hier auf niedrige Grafik stellen, um sich nicht durch irgendwelche Effekte oder sonstige Dinge ablenken zu lassen. Ich persönlich halte das für nicht allzu wichtig. Ja, es stimmt schon, die meisten Pro-Gamer spielen natürlich auf niedrigen Auflösungen. Einerseits, damit das Spiel auch wirklich absolut reibungslos läuft und eine Menge Frames beim Spielen rausgeholt werden. Auf der anderen Seite aber auch, um ja, sich eben tatsächlich nicht von irgendwelchem Schnickschnack ablenken zu lassen und auch teilweise sogar durch spezielle Einstellungen gewisse Dinge besser sehen zu können, wie zum Beispiel getarnte Einheiten. Aber im Grunde halte ich diesen Bereich hier für relativ überflüssig. Im Sound selbst müssen wir eigentlich nichts großartig einstellen. Was für uns eigentlich die wirklich wichtigen Dinge sind, so jetzt muss ich doch selber nochmal gucken, da hatte ich vorhin extra nochmal geschaut, aber weil sich die Einstellungen ein bisschen geändert haben, müssen wir hier nochmal gucken. Ja, unter Steuerung würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Windows-Taste zu deaktivieren. Ja, inzwischen hat ja jede Tastatur unten links und teilweise auch unten rechts diese Windows-Taste. Und wenn ihr da drauf kommt, dann schaltet ihr womöglich nach Windows zurück. Das kann während eines Spiels unfassbar nervig werden. Man kann auch alternativ die Kombination Alt-Tab deaktivieren. Ich persönlich finde das nicht so wild. Mir passiert das nicht so häufig, dass ich aus Versehen raustabbe. Das passiert eigentlich nur mit Absicht, denn es gibt eigentlich keine Tastenkombination, die ich mit Alt
ziehe, die auch beabsichtigt in dem Spiel ist. Von daher ist das also normalerweise kein Problem. Die Mausempfindlichkeit ist natürlich eine Frage eures eigenen Geschmacks. Da werdet ihr erst ein paar Spiele machen müssen, bevor ihr dann vielleicht hier überhaupt rumjustiert. In den meisten Fällen gewöhnt man sich relativ schnell an irgendwelche Mausempfindlichkeiten. Aber wenn ihr selber das Gefühl habt von anderen Spielen, die ihr vielleicht gewohnt seid, eure Maus reagiert in StarCraft ein bisschen träge, dann könnt ihr das hier justieren. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den wirklich wesentlichen Teilen, die für uns interessant sind. Und das sind die Gameplay-Optionen. Ihr braucht nicht alle Optionen so anzuklicken, wie ich das hier mache, aber es geht mir jetzt um ein paar wesentliche Gameplay-Optionen, die definitiv an sein sollten. Die erste Option, die wir hier haben, ist auf jeden Fall die Spielzeit anzuzeigen. Dadurch taucht dann hier unten links im Fenster die Uhrzeit ein. Das ist für uns einerseits hilfreich, weil wir immer wieder mal drauf gucken können, einen besseren Überblick haben, wie weit das Spiel schon fortgeschritten ist. Und wenn wir tatsächlich später taktisch spielen wollen, das wird noch eine ganze Weile dauern, aber wenn wir an dem Punkt anlangen, an dem Punkt angelangen, oder an dem Punkt angelangt sind, dann wollen wir definitiv auf jeden Fall eine Uhrzeit anhaben, deswegen möchten wir es haben. Rasterbau finde ich ebenfalls sehr, sehr praktisch. Ihr könnt dadurch besser sehen, wo die Gebäude entsprechend hinkommen, wie viel Platz zwischen den einzelnen Gebäuden ist, ob da zum Beispiel Einheiten durchkommen oder nicht. Ich persönlich finde die Rasterbau-Option relativ nützlich und würde sie für Anfänger definitiv empfehlen, ne, die auch dementsprechend anzumachen. Der Startsammelpunkt für Arbeiter aktivieren, das bedeutet im Grunde, dass sobald das Spiel beginnt, automatisch von dem Hauptgebäude ein Sammelpunkt auf die Mineralien gelegt wird, sodass die Worker nur noch dahin laufen. Das wird von einigen Altherren-Spielern sehr verschmäht und die haben das dementsprechend ausgeschaltet. Wir sollten das aber ruhig anhaben, denn es bietet nur Vorteile und keine echten Nachteile, außer dass vielleicht unser Stolz verletzt ist. Trefferpunkte leisten in Teamfarben anzeigen, das würde ich definitiv auswählen, denn dadurch habt ihr die Möglichkeit, nachher bei großen Kämpfen ein bisschen besser die Übersicht zu behalten, welche Einheiten denn eure sind und welche die des Gegners sind. Und das macht die Sache teilweise deutlich einfacher, ne? Behält einfach ein bisschen mehr Überblick. Der Arbeiterstatus ist ebenfalls ähnlich wie der Sammelstartpunkt für Arbeiter eine neue Funktion von Heart of the Swarm und wird wieder von einigen Altherren-Spielern sehr verschmäht und als noobig bezeichnet, aber im Grunde ist es für uns auch nur von Vorteil. Wir erhalten mehr Informationen darüber, wie viele Arbeiter in unseren Gebäuden tätig sind. Und je mehr Informationen wir haben, umso besser können wir agieren. Deswegen wäre ich definitiv dafür. Eine wichtige Option, die ihr definitiv aushaben wollt, ist das einfache Befehlsfeld aktivieren. Das sorgt nämlich dafür, dass hier unten eine Übersicht auftaucht und nicht die eigentlichen Befehle, die möglich sind. Und das ist total kontraproduktiv. Dieses Feld also bitte auf jeden Fall aus. Einfaches Befehlsfeld aktivieren, weg. Das wollen wir überhaupt nicht haben. Aktiver Befehlsindikator ist mir im Grunde Schnuppe. Dadurch wird auf dem Feld ein etwas größeres Symbol angezeigt, wenn ihr irgendwo hinklickt, damit ihr auch wirklich nachvollziehen könnt, wohin ihr geklickt habt. Kann man anmachen, braucht man vielleicht nicht, ist eine reine Gewöhnungssache. Erfahrungspunkte anzeigen würde ich ebenfalls deaktivieren. Das ist zwar recht hübsch und motivierend, wenn man im Grunde sieht, wenn irgendwo was kaputt geht oder wir irgendwas gebaut haben, wie wir dafür Erfahrungspunkte bekommen, die dann helfen, uns hochzuleveln. Aber dieser Level ist im Grunde eigentlich nur eine Art von Motivationsinstrument und hat für das eigentliche Spiel überhaupt keine Bedeutung. Stattdessen kann es eher dafür sorgen, dass diese ganzen aufpoppenden Zahlen uns womöglich irgendwie verwirren oder uns falsche Ideen suggerieren von dem, was wichtig ist oder was irgendwie mehr wert ist oder weniger wert. Also ich würde diese Erfahrungspunkte anzeigen, einfach definitiv deaktivieren. Und als letztes haben wir noch die Auswahl gegnerischer Einheiten. Auch die wollen wir definitiv anhaben, weil wir dann nämlich die Möglichkeit haben, auch gegnerische Einheiten anzuklicken und zum Beispiel zu gucken, was die für Upgrades haben und so weiter. Ist jetzt noch nicht entscheidend und wichtig, wird aber später entscheidend und wichtig. Und da das ja hier ein Anfänger-Tutorial ist, räumen wir es einfach gleich direkt aus dem Weg. Ansonsten würde ich hier die Trefferpunkteleisten anzeigen, auf jeden Fall auf immer stellen. Ja, sieht vielleicht innerhalb des Spiels dann nicht mehr so hübsch aus, wenn euch andere Leute zugucken, weil überall die ganzen Leisten rumhängen. Aber ihr habt deutlich mehr Übersicht über Einheiten, die verwundet sind, Einheiten, die nicht verwundet sind, Einheiten, die ihr vielleicht besser angreifen wollt. Auch jetzt alles noch nicht so entscheidend, aber später womöglich. Auch die Flugpositionsanzeige einblenden würde ich auf immer stellen, denn durch die isometrische Ansicht des Spiels gerät man gerne mal ein wenig in Verwirrung,
wo denn nun tatsächlich die Lufteinheiten positioniert sind und wo ich denn eigentlich angreifen oder zum Beispiel auch meine Spezialfertigkeiten hinwerfen möchte auf der Karte. Denn wie gesagt, durch die isometrische Ansicht befinden sich Flugeinheiten immer ein bisschen weiter links oder rechts oberhalb von dem Punkt, auf den ich eigentlich die Sache werfen muss, die ich vielleicht werfen möchte. Deswegen ist auch das ebenfalls nur hilfreich, würde ich auf jeden Fall anhaben. Steuerungsgruppen würde ich persönlich auf nicht anklickbar stellen. Dadurch tauchen hier unten, wir werden es gleich im Spiel sehen, zwar die Steuerungsgruppen auf. Ich kann hier aber nicht aus Versehen draufklicken und dadurch zum Beispiel Sachen verändern oder Dinge auswählen, die ich nicht haben will. Und das macht die Sache einfach angenehmer. Ausgeblendet würde ich nicht machen. Kann man natürlich, wenn man nicht will, dass irgendjemand sieht, dass ich gar keine Hotkeys benutze. Aber insgesamt ist es eigentlich besser, sie auf nicht anklickbar zu lassen. Und alle anderen Dinge sind relativ egal. Ich würde generell immer alle Replays speichern, damit ihr immer die Möglichkeit habt, auch ein Replay später euch anzugucken. Und die Replay-Zeitinformationen sind, wie gesagt, nur für das Replay interessant und für alles andere nicht. Um Hotkeys werden wir uns später kümmern. Das wollen wir jetzt noch nicht besprechen. Das also die wichtigsten Anzeigen. Wie gesagt, besonders wichtig, die Spielzeit anzuhaben, die Erfahrungspunkte anzeigen auf Aus und das einfache Befehlsfeld. Das darf vor allen Dingen nicht aktiviert sein. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Sachen. Alles andere ist auch so ein bisschen persönlicher Geschmack. So, damit haben wir im Grunde die wichtigsten Anzeigen erst einmal aus dem Weg. Jetzt habe ich abgebrochen und deswegen ist unser Ton wieder so laut. Und darum drehen wir den einfach nochmal runter, so auf 8% und akzeptieren das Ganze. So, und was wir uns jetzt im Grunde ein bisschen anschauen wollen, sind wie gesagt einfach nur die ersten Grundlagen für die Rasse der Zerg und für das Prinzip des Echtzeitstrategiespiels an sich. Und dafür gehen wir jetzt im Grunde erstmal zurück ins Spiel, dass wir hier einfach gegen die Very Easy KI spielen, die wenig tun wird, um uns zu vernichten und uns damit ein bisschen Zeit gibt, Dinge zu erklären und einzuüben. So, wir kehren jetzt also hier zurück zum Spiel. Das ist im Grunde erstmal unsere Basis. Unsere Arbeiter, das sind hier diese 6 grünen Drohnen, werden automatisch zum Arbeiten an diesen Mineralien geschickt. Mineralien sind die Hauptressource in StarCraft. Es gibt neben den Mineralien noch eine zweite Ressource, das ist Gas. Und das wird aus diesen Vespin-Geysieren gewonnen. Allerdings nicht automatisch. Wir können also keinen Arbeiter einfach hier rüber schicken und den Gas abbauen lassen. Das funktioniert nicht. Sondern wir müssen hier erst Gebäude drauf bauen, damit wir anschließend dann Arbeiter in diese Gebäude schicken können, um eben anschließend Gas zu sammeln. Welche Menge an Mineralien und Gas wir besitzen, können wir hier oben rechts in der Ecke sehen. Die andere wesentliche Anzeige, die wir hier oben sehen, ist unser sogenannter Supply. Jede Einheit, die wir haben, verschlingt eine gewisse Menge von Supply. Das sind normalerweise Werte zwischen 1 und 6 Punkten. Und wenn wir diesen Supply hier voll machen, wenn wir also jetzt zum Beispiel weitere Arbeiter produzieren, dann wird sich dieser Supply hier schrittchenweise füllen. Das können wir jetzt hier einmal zeigen und jetzt sind wir auf dem Supply von 7. Und wenn wir noch einen bauen, dann sind wir auf dem Supply von 8 und bei noch einem auf dem Supply von 9. Und jetzt wird es auch schon langsam eng. Diese kleinen fliegenden Einheiten, die hier herumfliegen, nennt man Overlords. Und die sind für unseren Supply zuständig. Das heißt, wenn wir davon welche produzieren, dann erhöht sich hier hinten unser Maximal-Supply. Und wir können dann mehr Einheiten produzieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen weiteren Arbeiter produziere, passt der hier noch gerade rein. Wenn ich jetzt aber noch einen weiteren Arbeiter produzieren will, dann erhalten wir die Meldung, dass wir jetzt mehr Overlords benötigen. Und diesen Supply Cap, wie der sich im Englischen nennt, ne, dieses Behindern von Supply, das wollen wir nach Möglichkeit im Spiel permanent verhindern. Wir bauen jetzt einfach einen weiteren Overlord und haben dadurch dann eben gleich, sobald dieser Overlord schlüpft, die Möglichkeit, dann auch neue Einheiten zu bauen. Wie man sieht, je mehr Arbeiter wir haben, umso mehr Ressourcen scheffeln wir auch pro Minute heran. Und das ist schon eine der wesentlichen Grundlagen dieses Spiels. Wir brauchen nämlich diese Mineralien, um dann später auch weitere Gebäude zu bauen und natürlich um Einheiten zu bauen, von denen wir im Augenblick noch überhaupt keine bauen können. Und da kommt jetzt im Grunde das Aufbauelement dieses Strategiespiels in den Blickpunkt. Wir brauchen nämlich erst einmal ein weiteres Gebäude, um überhaupt in der Lage zu sein, weitere Einheiten zu bauen. Denn im Augenblick stehen uns nur diese beiden Einheiten hier zur Verfügung. Um weitere Einheiten bauen zu können, müssen wir jetzt unser erstes Technologiegebäude entwickeln. Und das ist relativ simpel. Wir wählen einen unserer Arbeiter aus, wählen hier unten die Baufunktion und wählen dann das Gebäude aus, das wir bauen möchten.
Das ist eine Brutstätte, das ist unser Hauptgebäude, aus dem wir generell alle Arbeiter bauen. Und in der Hinsicht unterscheiden sich die Zerg auch von den Terranern und den Protoss, den beiden anderen Rassen in StarCraft, dass wir nämlich nur Einheiten, generell alle Arten von Einheiten aus diesem Hauptgebäude hier bauen. Wir können jetzt also ein Hauptgebäude bauen. Wir könnten einen Extraktor bauen. Damit hätten wir dann die Möglichkeit, Gas zu holen. Das wollen wir im Augenblick noch nicht machen. Und wir können einen Brutschleimpool bauen. Den setzen wir jetzt zum Beispiel erstmal hier hin. Und sobald dieser Brutschleimpool fertig wird, werden wir dann die Möglichkeit haben, auch neue Kampfeinheiten zu bauen, nämlich hier drüben die Zerglinge. Und das ist im Grunde auch schon das ganze grobe Prinzip, das dieses Spiel beinhaltet. Man sammelt Ressourcen, Mineralien und Gas. Mit Hilfe dieser Ressourcen baut man neue Einheiten oder auch neue Gebäude, um sich diese neuen Einheiten zu erschließen. Und wenn man eine gewisse Menge an Einheiten hat, versucht man mit dieser Menge an Einheiten den Gegner zu besiegen. So, wir bauen in der Zwischenzeit einfach noch mal ein paar mehr Arbeiter, einfach weil wir es können, weil wir nämlich hier in der Zwischenzeit massenhaft Mineralien ansammeln. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass dann diese Kampfeinheiten auch später im Verlauf des Spiels spezielle Fertigkeiten erhalten können, die man dann zum Beispiel auch in diesen verschiedenen Gebäuden entwickeln kann. Hier sehen wir zum Beispiel die Fähigkeit Eingraben, mit der sich fast alle unsere Zerg-Bodeneinheiten direkt in den Boden eingraben können und dann nicht mehr gesehen werden. Außer der Gegner verfügt über eine technologische Einheit, die eben die Sicht dieser unsichtbaren Einheiten ermöglicht. Außerdem haben wir zum Beispiel jetzt hier im Pool, in diesem Brutschleimpool, die Möglichkeit, eine erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit für unsere Zerglinge zu entwickeln, wenn wir das möchten. Da der Pool jetzt fertig ist, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, plötzlich neue Zerglinge zu bauen. Und das machen wir mal und lassen jetzt mal hier die ersten drei Zerglinge schlüpfen. Das dauert ein paar Sekunden, wie man hier sehen kann. Die kleine Leiste oberhalb der Eier zeigt uns, wann diese Eier schlüpfen und wann sie fertig sind. Und da sind sie auch schon. Und jetzt haben wir diese erste Einheit von Zerglinge. Wir können jetzt einzelne Zerglinge auswählen und sie hier einfach entlang marschieren lassen. Wir können aber auch gleich eine ganze Gruppe von Zerglingen hier mit einem Kasten nehmen und dann hier über die Karte bewegen lassen, wenn wir das möchten. Hier in dem Fall überhaupt kein Problem. Ganz simpel. Und da laufen sie herum. Wir könnten jetzt auch noch weitere Zerglinge produzieren. Ja, und dann schlüpfen hier die nächsten. Unsere Mineralien steigen im Augenblick massenhaft an, weil wir einfach gar nicht genügend Produktionskapazität haben, um all diese Ressourcen zu verbraten. Das ist etwas, was man im Laufe des Spiels dann nach und nach anpassen möchte. Aber uns soll es ja im Augenblick jetzt nur um das generelle Spieldesign gehen. Wie wir jetzt auch sehen, wenn wir vielleicht ein bisschen drauf geachtet haben, hat sich jetzt inzwischen unser Supply wieder auf 18 von 18 möglichen gefüllt. Was müssen wir also bauen? Richtig, einen Overlord. Also klicken wir wieder hier unser Hauptgebäude an, wählen die Larven aus denen ja alle unsere Einheiten schlüpfen und wählen einen Overlord. Und weil es so knapp ist und wir jetzt ein bisschen mehr produzieren wollen, bauen wir einfach auch nochmal einen zweiten. Und da sehen wir auch im Grunde jetzt schon das Hauptprinzip der Zerg, das parallele Produzieren von mehreren Einheiten aus einem Gebäude. Generell sind unsere Zergling-Einheiten üblicherweise, und da kommt jetzt auch schon mal die erste Sonde herein, die können wir jetzt mal versuchen hier anzugreifen. Wir klicken einfach die Sonde mit rechts an und dann folgen die Zerglinge der Sonde. Allerdings sind sie jetzt im Augenblick nicht schnell genug und deswegen kann die Sonde hier auch größtenteils entkommen. Wir ziehen uns mal wieder hier zurück auf unsere eigene Basis. Denn uns geht es ja mehr hier um das Prinzip. Wo war ich stehen geblieben? Ja, unsere Einheiten sind generell schwächer als die Einheiten der gegnerischen Rassen, Terraner und Protoss. Und zwar jeweils im 1 gegen 1 gegen die entsprechenden Pendants, das heißt also die entsprechenden Einheiten, die auf einem gleichen Technologielevel erforscht werden. Dafür, und das ist eben der große Vorteil der Zerg, können sie schneller und in größerer Masse produziert werden, wenn man es richtig anstellt. Und dafür ist es immanent wichtig, seine Wirtschaft und die daraus resultierende Produktionskapazität ordentlich in Gang zu bringen. Leicht gesagt, schwer getan. Wer das nämlich erst einmal kann, beherrscht die Rasse der Zerg bereits ziemlich kompetent, ohne auch nur eine einzige Taktik zu kennen oder diese berühmt-berüchtigten Build-Orders, von denen ihr vielleicht schon in verschiedenen Foren gelesen habt, wenn ihr euch dort informieren wolltet. Also, wir produzieren aber noch ein paar weitere Zerglinge, damit wir einfach nur noch mal sehen, wie das grobe Prinzip funktioniert. Aber das ist vielleicht auch schon das Wichtigste. Ne? Wer das Spiel beginnt und anfängt, in Foren oder andere Spieler um Taktiken oder Strategien zu bitten, macht definitiv was falsch.
Taktiken sind für neue Spieler, die wirklich ganz, ganz frisch beginnen mit dem Spiel, ungefähr so wichtig für jemanden, der in der Wüste hockt und gerade am Verdursten ist, ein Zelt ist. Ja, das heißt, das ist natürlich schon irgendwie nützlich, ein Zelt zu haben in der Wüste. Man wird zumindest ein bisschen vor der Sonne geschützt. Aber es ist erstmal nicht überlebensnotwendig. Ja, es ist nicht der wesentlichste Teil. Und so ist es mit dem Zerg auch. Bei den Zerg ist es vielleicht wirklich am allerwichtigsten, erst einmal seine Produktion unter Kontrolle zu kriegen und zu verstehen, wie man diese Produktion aufbaut und wie man dafür sorgt, sie lückenlos durchzuführen. Wer das überhaupt erst einmal beherrscht, und da kommen jetzt die ersten Kampfeinheiten des Gegners, mit denen wir jetzt hier automatisch locker aufräumen. Denn das ist ja nur die einfache KI, überhaupt kein Problem, da haben sich unsere Zerglinge ganz von alleine drum gekümmert. Das aber hier vielleicht der erste wesentliche Bestandteil dieses ersten Teils des Tutorials. Es ist nicht so entscheidend, Strategien und Taktiken auswendig zu lernen. Es ist wichtig, erst einmal mit den grundlegenden Mechaniken des Spiels überhaupt klarzukommen. Und das werden wir uns jetzt gleich ein bisschen präziser anschauen, nach einer kleinen, kurzen Pause.